Ich habe heute einen Knacker-One-Pot gemacht und der Name ist nicht von meinem Alter abgeleitet. Und dafür brauchen wir als erstes ein paar Knacker und die schneiden wir und scheiden wir. Und währenddessen ich die so geschnitten habe, habe ich hinter mir schon Schmatzen gehört. Die bucklige Brotspinne war am Start. Als nächstes habe ich ein Klecks Öl in eine Pfanne gemacht vom schönen Blitz, von Prima Donna und habe da drinnen die Knacker angebraten, also die in Scheiben geschnittenen. Die sind ja vom Geschmack her so schon übelst geil. Dazu kam noch ein klein gewürfelter Trauerkloß und eine gepresste Knoblauchzehe, was wie immer nicht funktioniert hat. Das Ganze mit 300 ml Gemüsetee abgelöscht, einen Becher Schlagsahne mit rein und eine Dose klein gestückelte Tomaten. Das Gelumpe dann einmal ordentlich durchrühren und dann 300 Gramm ungekochte Nudeln mit dazugeben. Dann das Ganze nochmal umrühren und für 10 Minuten mit dem Deckel drauf kochen lassen. Zwischendurch immer mal umrühren und ein bisschen Gemüsetee nachkippen, falls es zu trocken wird. Kurz bevor die Nudeln weich sind, haut er da ungefähr 50 Gramm Cheddar ran und tut das alles miteinander verrühren, dass das schon mal ein bisschen cremig wird und tut das mit Salz und Pfeffer noch abschmecken. Rührt das wieder um, lasst das nochmal 5 Minuten kochen und dann nochmal 50 Gramm Cheddar oben drüber. Und dann müsst ihr das einfach nur noch mit Deckel drauf ein paar Minuten ziehen lassen. Wenn ihr dann den Deckel runter macht, sieht das so aus, ihr müsst den Rotz dann nur noch auf den Teller kloppen und es euch schmecken lassen und das Herz bloß in das Rot wegmachen. Tschüss.